Und wie immer vor dem Spiel stellen wir uns die Frage, gibt es ihn, den Favoriten? Ehrlich gesagt glaube ich es nicht, das ist völlig offen hier. Blödes Regenwetter. Ein wunderschönes Zuspiel. Sauber geklärt. Derion. Diesen Schiri kennen wir. Der gibt garantiert Freistoß. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt ist er und ja, das war Abseits. Der rutscht aus. Ja, also da ist ja nicht nur der Rasen nass, auch der Ball ist glitschig, da kann sowas passieren. Etwas zu unkonzentriert hier. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Er nimmt die Kugel ganz cool an. Das ist noch eine Solidarität und Liebe unter den Menschen. Sie helfen ihm. Da stand er genau. Schuss und... Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Sofort abgezogen und... Da wird zum Eckball geklärt. Ja, ja, so geht's auch. Pass in den Strafraum, gut abgefangen. Barnetta! Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Das nennt man wohl modernes Torwartspiel. Ja, perfekt, das ist eine richtig gute Aktion, ein Beleg für eine exzellente Torhüterleistung. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Das sieht gut aus. Die Abwehr steht goldrichtig. Und die Teamkollegen sind da. Sicher in der Ballbehandlung. Und der Angriff wurde gestoppt. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Er hat den Ball sofort verarbeitet und der Ball ist drin. Und jetzt starten sie einen Konter. Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Das ist natürlich auch eine schwache Abwehrleistung. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ja, das gibt einen Eckball. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat Klärung. Oh, was für eine Parade. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Das haben wir durchaus schon. Guck mal hin! Und der Ball erzappelt im Netz. Jeder hat doch bei einer Ecke einen Spieler zugeordnet. Ja, könnte er sich eventuell auch dran halten? Normalerweise sollte man das vermuten und das wird der Trainer ansprechen, da bin ich mir sicher. Valencia. So sieht ein Pass aus. Ja, aber er fängt nicht nur die Bälle, er
gespielt mit der Keeper. Ja, und das sieht dann auch richtig gut aus. Das macht er ganz sicher und äußerst souverän. Klasse Vorlage. Ja, und im Defensivverhalten nach wie vor aufmerksam. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Das war schon immer ein trügerisches Ergebnis, aber es sieht komfortabel aus. Halbzeitstand 2:0. Wir sind immer noch in London, im Wembley, wo die zweite Hälfte jetzt beginnt. Ein Ball, zwei Spieler, der kriegt ihn. So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Ein sehr schöner Pass. Und das macht er richtig gut. Er attackiert ihn, er will den Ball. Da freut sich der Trainer. Jetzt müsste er eigentlich durch die Mitte gehen. Souverän ist anders, aber immerhin. Toll, wie er das macht. Und das war Vorteil, sagt der Schiri. Und er bekommt Hilfe. Und der kommt genau an. Wenn alle Angriffe so kurz sind, dann bringst du davon 90 pro Spiel unter. Nachteil, der Gegner ist schon wieder am Ball. Stark gemacht. Und so bereinigt man eine solche Situation. Valencia. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Ja, so kann es weitergehen. Den hat er soeben klären können. Kompromisslos, sauber geklärt. Aber wer hat den Ball? Der Gegner. Ein wunderschönes Zuspiel. Das sieht gut aus. Grandiose Attacke und das wird belohnt mit Ballbesitz. Da wird der Ball abgefälscht und geht jetzt aus. Ball im Seitenaus, Einwurf. Jetzt wird gewechselt. Da wird der Trainer zufrieden sein. Auf der rechten. Der könnte passen. Und Tor. Das, Frank, nennt man wohl eine deutliche Sprache jetzt. Ja, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da sich noch mal was ändert. Mit ganz viel Glück und noch mehr Pfosten landet die Kugel hier im Netz. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Sicher in der Ballbehandlung. Souverän geklärt. Gut abgefangen hat er da den Ball. So sieht ein Pass aus. Risiko! Sie können ihn doch nicht so frei laufen lassen. Aber die Schiedsrichter haben aufgepasst. Abseits. Zwei alte bringt's nicht mehr. Zwei neue kommen frisch ins Spiel. Schöne Flanke. Versucht's mit dem Kopf. Schon sein zweites Tor. Heute will er es aber nicht. Viele sind stark mit dem Fuß. Er macht's regelmäßig mit Köpfchen. Voll mit der Stirn getroffen, wunderbar platziert. Keine Chance für den Keeper. Oh, das ist jetzt aber schon deutlich. Eindeutige Führung. Hier die Ballbesitzstatistik. Oh, da verliert er den Ball. Was für eine Chance. Ball im Aus, Einwurf.
Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar. Er muss Abstoß geben. Ball war im Tor aus. Schöner Pass. Und jetzt hat er... Achtung! Lässt! Wenn du den Torhüter bezwingen willst, dann musst du dir schon ein bisschen was anderes einfallen lassen. Und das macht er richtig gut. Schade, gut gedacht. Der letzte Pfiff des Schiri. Das Spiel ist zu Ende.